hier bei gefühlten 100 Grad bin ich jetzt zum ersten Mal. Und ich finde das so toll, weil es auch eine kurze Spielzeit ist. Es ist wundervoll. So eine Woche, 10 Tage mit inklusive Probenzeiten ist wirklich super. Wie geht ihr jetzt mit der Hitze hier um? Weil wir haben es gerade gehört, das ist heißer wie bei dir zu Hause in Barcelona. Naja, jetzt hier oben geht ein Wind, so ist es in Barcelona halt auch. Der ist schon heiß, aber es geht immer ein Wind, weil es doch am Meer ist. Ja. Hier ist es sehr heiß, die erste Nacht habe ich wirklich kaum schlafen können, weil natürlich die Hotels hier keine Klimaanlage haben oder einen Ventilator. Da muss man dann irgendwie mit den Fenstern steuern können. Wenn man nur ein Fenster hat, kann man nur die Tür aufmachen. Das ist dann einfach so. Und immer wieder kalt duschen. Aber ich glaube, dass der Körper sich auch dran gewöhnt. Außerdem spielen wir am Abend. Ich habe gehört, am Abend kühlt sich das hier runter. Man merkt es ja auch, wenn man hier im Schloss, umhergeht, dass es einige Ecken gibt, die recht kühl sind. Also dass die alten Gemäuer halten dann doch auch die entweder die Hitze ab, beziehungsweise dann auch eine gewisse angenehme Temperatur. Und es ist halt überschaubar. Tagsüber werde ich gucken, dass ich in irgendein Freibad gehe und werde dann dort schauen, dass ich da ins Freibad gehe und vielleicht auch schwimmen gehe. Ja, na dann toi toi toi. Was kommt her? Danke.